Einen wunderschönen guten Morgen. Moin. Wir fahren heute ins Disneyland. Angekommen. Es ist frisch, aber ja, wir werden das aushalten. Wir werden ja auch ein bisschen drin sein. Ja, wir sind jetzt am Hotel angekommen, haben geparkt. Ja, wir gehen jetzt mal zur Rezeption und schauen, dass wir unsere Tickets kriegen. Ich bin äußerst gespannt. Du auch, ne? Ich auch, ja. Wir schauen mal. Wir sind mit dem Bus jetzt einmal Richtung Disney Parks gefahren. Wir starten heute mit dem Disney Park, oder? Also ja, mit dem Ursprungspark. Die Studios mal vielleicht gleich zwischendrin, denn wir haben jetzt 3 Tage so ein Hopper-Ticket. Alles über Travel Circus gebucht. Und ja, mal gucken, was uns erwartet. Im Bus waren schon sehr viele Kinder und Kinderwagen. Wir schauen mal. Also wie ihr seht, wir sind im Park angekommen und wir laufen gerade auf das Dornröschenschloss zu. Wir fahren heute das erste, was wir im Disneyland fahren, was Larissa das erste Mal im Disneyland fahren wird. Ich bin es schon mal ganz früher gefahren. Hyper Space Mountain. Mal gucken, ob Larissa es verträgt. Aber ich denke schon, so schlimm ist die Bahn nicht. Wir warten jetzt noch auf den Lukas und seine Freunde und dann fahren wir eine Runde mit den Hyper Space Mountain. So heißt das Ding. Lukas haben wir auch gefunden. Hallo. Welcome to Hyperspace Mountain. Larissa, wie fandst du es? Ist gut. Also wir haben in der ersten Reihe gesessen, wir hatten Glück. Also ich habe es ja so gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, wie es war als Kind. Schon fast 30 Jahre her. Also ich fand es eigentlich richtig cool, muss ich ja sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Also Fotos kann man auch kaufen, natürlich. Mein Gott. Larissa, möchtest du gleich nochmal fahren? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gut. Ja. Die Frage ist, ob wir jetzt bei 5 Minuten Wartezeit nochmal fahren, wenn noch 5 Minuten sind. Gucken wir mal. Wir schauen mal, ob noch 5 Minuten Wartezeit sind. Auf jeden Fall, Hyperspace Mountain, fahren, wenn ihr hier seid. Wir sind jetzt ein zweites Mal gefahren. Einmal vorne eben, jetzt sind wir hinten gefahren. Was fandst du besser? Vorne. Ich fand vorne tatsächlich auch besser. Die zieht zwar hinten ein bisschen mehr, aber ich finde, die schlägt hinten auch mehr. Oh ja. Die schlägt so doll, dass Larissa fast beim Aussteigen rausgefallen wäre aus der Bahn. Boah, wir sehen ganz furchtbar aus. Na egal. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen entspannen, weil wir sind ja schon ein bisschen älter.
Und warum lachst du? Ja. Ich bin älter. Ja, ich kann das sagen. Und wir machen jetzt das, was wir eben vorhatten. Wir gehen zu Peter Pan und stellen uns da mal an. Aktuell 35 Minuten Wartezeit. Können wir mal ein bisschen nehmen, um uns auszuruhen, ne Larissa? Genau. Sonst fällt sie da nämlich nachher auch noch raus. Ja. Also ich merke schon, wir werden heute den Plan öfter ändern. Wir sind auf dem Weg zu Peter Pan und nehmen aber da hinten noch, man sieht es, Buzz Lightyear mit. Das ist so ein interaktiver Shooting-Ride. Den schauen wir uns jetzt mal an. Und Larissa hat Lust, ein bisschen zu schießen mit Buzz. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! We read you, Space Ranger. What is your status? Pendant que vous autres vous concentrerez sur les robots, vous vous retrouverez sur la planète 7. Quant à moi, je resterai ici à Star Command pour commander la mission. Peut-être vous asseoir au fond de vos sièges. Votre protection va s'abaisser automatiquement. So, wir sind jetzt Buzz Lightyear gefahren. Larissa, wie fandest du es? Es kommen ganz viele Souvenirs. Der Ausgang immer durch den Souvenirshop. War okay. War okay. Kann man mal machen. Guck mal da. Hallo, willst du es haben? Ja. Später. Jetzt? Jetzt schon? 21 Euro. Ich überlege nochmal. Aber ist in der engeren Auswahl. Ja. Wir gehen mal gucken, was es sonst noch so gibt. Das passende T-Shirt für dich. Aber du hast doch so einen schon. Wie teuer ist die Lotso-Tasche? Da hinten drauf. Ja, da, der weiße. 80. 80 Euro. Bist du dabei? Bist dabei. Wir machen uns jetzt auf, wie vorhin schon überlegt, zu Peter Pan. Da sind jetzt 30 Minuten Wartezeit und wir gehen jetzt durch das Dornröschenschloss durch und nehmen euch mal mit. Thank you.
Jetzt habt ihr ein paar Bilder vom Nonnenröschenschloss vom Balkon aus gesehen und ein bisschen, wie es hier innen drin aussieht. Aber hier gibt es noch ein dunkles Geheimnis im Keller, denn da schlummert der böse Drache. Wir sind jetzt Peter Pans Flight gefahren. Ja, finde ich, kann man einmal machen. Ist ganz süß. Oder Larissa, was meinst du? War okay. Also, ja, halbe Stunde haben wir jetzt angestanden. Ist in Ordnung. Muss ich aber jetzt nicht nochmal machen, wenn ich hier nochmal eine halbe Stunde anstehen muss. Nein. Aber sonst ganz süß gemacht, ne? Auf jeden Fall. Wir fahren jetzt eine Runde. Schneewittchen. Schneewittchen, genau. Ist auch ein... ja, süßer Dark Ride. Bin ich damals in Anaheim nicht gefahren, weil es damals irgendwie zu voll war. Jetzt sind 5 Minuten Wartezeit und ja, wie Larissa schon gesagt hat, wir fahren jetzt eine Runde Schneewittchen. So, wie man sieht, es regnet ziemlich. Wir werden jetzt mal Richtung Abenteuer, also Adventureland gehen. Abenteuerland. Und werden mal eine Runde Pirates of the Caribbean fahren, weil das drin ist. Und ich bin mal gespannt, ob es besser ist als Piraten in Batavia. Pirates of the Caribbean gefahren. Mir persönlich gefällt Piraten in Batavia besser. Larissa kennt Piraten in Batavia noch nicht. Nein. Aber sie wird es dieses Jahr mal kennenlernen, weil Larissa kommt dieses Jahr das erste Mal mit in den Europapark. Naja, Fazit zu Piraten der Karibik. Ist ein schöner Dark Ride. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Die Musik ist natürlich, denke ich, jedem irgendwie bekannt. Im Ohr.
Was die da natürlich auf Französisch genuschelt haben, keine Ahnung. Wissen wir beide nicht. Naja, auf jeden Fall, sie klangen ziemlich besoffen, auch wenn es Französisch war. Ja. So, wir gehen jetzt Richtung Fantasyland nochmal. Weil da wollen wir uns hier diese Casey's Choo-Choo-Bahn da mitnehmen. Weil gerade regnet es nicht ganz so stark. Dann geht es an Small World vorbei, dann fahren wir eine Runde Small World. Und dann gibt es eine Runde Mickey Mouse Pizza. So ist der Plan, den wir bestimmt wieder umschmeißen werden. Denke ich, wahrscheinlich. Aber ja, wir sind ja jetzt eigentlich das erste Mal hier. Ich zähle den Besuch vor 30 Jahren nicht mehr dazu. Und ja, wir schauen mal, was es hier noch alles so im Park gibt. Welcome aboard, Casey Jr. Please remain seated in the cars and cages while the train is rolling. Jetzt Casey Junior gefahren und wir sind ein bisschen nass geworden. Also das Problem war, wir sind von oben und von unten nass geworden, weil der Zug oder beziehungsweise die Plätze, die vor uns, also die Plätze, wo wir einsteigen sollten, die waren vorher frei. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Wir machen jetzt eine Kleinigkeit drinnen. Und zwar fahren wir jetzt eine Runde It's a Small World. Dafür müssen wir aber erst draußen anstehen, sehe ich aus It's a Small World. Kann man auch mal fahren, ne? Die Larissa singt mir heute Abend im Bett was vor, wahrscheinlich. Oder? Oder sie bringt mich einfach um. Ich glaube, das fahren wir nicht nochmal, ne? Nein. Aber jetzt sind wir doch ein bisschen hungrig, weil wir sind ja schon seit 2:30 unterwegs. Deswegen gibt es heute Abend Buffet im Hotel, im Restaurant Chuck's Wagon. Und jetzt gibt es eine Runde Pizza, für mich zumindest, in der Pizzeria Bella Notte. Wir haben jetzt angestanden, wir haben jetzt was geholt und es gibt Pepperoni-Pizza. So, wir haben uns gestärkt. Es gab eine Mickey-Pizza, einen Salat, sehr gesund und sehr ungesund, eine Cola dazu. Ich hatte eine normale, du auch? Ich auch, ja. Ja, sehr gut. Ja, wir gehen jetzt zu Pinocchio und werden ein Ründchen Pinocchio fahren. Das fehlt uns nämlich hier noch.
Und die Fahrt dürft ihr euch jetzt anschauen. Pinocchio raus. Ich würde Pinocchio auf jeden Fall in die gleiche Sparte wie Schneewittchen packen natürlich und auch so Peter Pan. Auch ein kleiner Dark Ride, in dem man drin sitzt, in dem die Reise des Pinocchios ein bisschen gezeigt wird. So ein bisschen, also die arbeiten hier sehr viel mit Schwarzlicht, finde ich, ne? Und ja, kann man mitnehmen. Wir haben jetzt 15 Minuten gewartet, was vollkommen okay ist für Disneyland. Und ja, jetzt wird es mal langsam Zeit, so ein bisschen die Shops unsicher zu machen. Nur zur Info, ich wollte mir dieses wunderschöne Kleid kaufen. Kindergröße 12a sollte passen. Larissa hat gesagt, ich soll nicht. Ich habe gesagt, Larissa ist doof. Ich bin halt doof. Larissa, wir kaufen jetzt noch keine Souvenirs, ne? Vielleicht später, oder? Ja, später. Okay. Ihr Lieben, wie ihr seht, es fängt wieder an zu regnen. Und dass Larissa und ich, dass Larissa macht ein Foto, dass Larissa und ich, wir gehen jetzt zu Star Tours, denn das ist drinne. Und es regnet mal wieder. Denn es regnet mal wieder, genau. Und ja, das schauen wir uns mal an. Und dann werden wir wohl einfach mal rüber in den Studiopark rüberhüpfen. Und mal schauen, wie es da so aussieht. Status raus und es regnet immer noch. Ist aber nicht schlimm. Wir sind nämlich echt überrascht gewesen, was da drin war. Ja. Ich fand es auch echt cool. Wir haben 3D-Brillen bekommen. Wir hatten Glück, wir saßen genau erste Reihe Mitte. Und ja, werden wir, denke ich, mal die nächsten Tage nochmal fahren. Ja, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ja, ist so ein kleiner Flugsimulator. Klein ist gut, ne? Ja, waren richtig so viele. Richtig viele, viele Reihen. Ich glaube, 4 oder 5 waren es jetzt an der Zahl. Und es waren circa 4, 5, 6, 7, 8 Leute, die nebeneinander sitzen können. Und ist also eine Kapazitätsmaschine. Und ja, probiert auf jeden Fall mal aus, wenn ihr hinkommt. Hat echt mega viel Spaß gemacht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das vor 30 Jahren mal war. Ja, man glaubt es kaum, ich bin so alt. Und wir gehen jetzt mal rüber zu Phantom Manor. Das genau. Sieht man ihr Alter nämlich gar nicht an. Danke.
Wir fahren jetzt eine Runde Phantom Manor. Haben wir hinter uns gebracht. Diesmal habe ich auch nicht geschrien. Nee, es war eigentlich eine schöne Fahrt. Es ist gemütlich. Ich finde es sehr schön gemacht. Ist für mich eine der besten Geisterbahnen. Ob man es jetzt wirklich als Geisterbahn schimpfen möchte, für Kinder bestimmt, für Erwachsene, finde ich es einfach eine schöne, ich nenne es mal Themenfahrt. Ein Dark Ride, ein schöner Dark Ride. Oder, Larissa? Zum Ausruhen. Zum Ausruhen. Für Larissa zum Ausruhen. Ausruhen ist aber nicht, denn wir haben ja ein Hopper-Ticket für die 3 Tage, die wir hier sind. Und wir werden jetzt mal rüber hoppen, weil wir gespannt sind, wie da der Park ist. Wir werden bestimmt jetzt nicht mehr alles fahren, aber wir haben ja morgen auch noch durch das Travis Circus Angebot die Magic Hour, weil wir ja Hotelgast sind, und B, noch diese 4 Stunden extra Zeit. Die können wir dann nämlich morgen Abend von 20 bis 24 Uhr auch noch mal nutzen. Und ja, da werden wir euch auf jeden Fall auch noch mal mitnehmen. Wir hüpfen rüber und sehen uns dann wieder.
sie auf ihrer Fernbedienung okay, um zu beginnen. So, wir sind ja im Hotel Cheyenne untergebracht. Wir machen mal eine Roomtour. Das ist unser Zimmer. Wir hatten eigentlich zwei einzelne Betten bestellt, ging wohl nicht, aber dann machen wir das einfach so. Wir fragen gleich nochmal in der Rezeption nach, ob das in Ordnung geht, aber ich denke, das sollte in Ordnung gehen. Ja, so sieht das Zimmer aus. Klein, aber fein, Doppelbett, Schlafcouch, Couch, wie auch immer. Woody-Lampen für Larissa und auch Woody-Gemälde und Woody-Leiste oben. Und ja, den Ausblick zeige ich euch auch mal. Man sieht nicht viel. Ich würde das morgen im Hellen nochmal machen. Aber man kann auf die schöne Westernstadt gucken. Und ja, das Bad zeige ich euch auch noch. Bad sieht so aus. Also wir haben ein Safe. Larissa, wenn du was einschließen möchtest. Und ja, Bad. Sogar Toy Story Duschgel. So, wir sitzen jetzt beim Essen im Tagswagen. Larissa ist total kaputt. Mir tun die Füße aber auch weh. Ja, wir werden jetzt noch was essen, dann geht's in die Dusche und ja, dann voraussichtlich ins Bett, weil wir müssen nämlich morgen ziemlich früh aufstehen, so gegen 6, weil wir um 7 schon wieder frühstücken wollen. Wie sieht's aus? Genau, und wie das hier alles aussieht, das seht ihr jetzt. Gelandet. Einmal ein Brötchen, Schrimpsalat, Kartoffelsalat mit Chicken, mega lecker, Coleslaw und noch so ein Tex-Mex-Salat. Also ich muss sagen, bisher echt, sieht super aus. Hier diese kleinen Mickey-Mäuse, die sind einfach nur super niedlich. Ich gehe mal davon aus, dass die auf dem Kinderbuffet waren, aber Larissa und mir ist das ja egal. Wir essen trotzdem Mickey-Mäuse. Und ich habe gerade eben Steak gegessen. Steak, super lecker, super zart, Pfeffersoße. Das war hier, das ist schon weg. Und dann habe ich hier noch Rippchen mit Barbecue-Soße, die werde ich jetzt auch mal probieren.